Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Spiel und zu einem Spiel, wo ich wirklich, wirklich lange drauf gewartet habe. Das neue Souls-like Lords of the Fallen. Es soll teilweise bei den Tests das beste Souls-like ever sein. Es soll ein Dark Souls 4 sein. Es soll geil sein. Wir überzeugen uns selber. Wir spielen auf dem PC. Performance-technisch habe ich schon einige Berichte gelesen. Ja, müssen wir mal gucken. Ich habe jetzt erstmal 4K. Ich habe alles auf Ultra. Bewegungsunschärfe und Filmkörnung wie immer aus. Aber ich habe jetzt erstmal DLSS aus, Frame Generation aus und gucken uns mal, wie viel FPS wir kriegen. Eventuell müssen wir DLSS nochmal einmachen, aber wäre auch kein Problem. Der Ton ist noch etwas laut. Müssen mal gucken, wie weit wir da noch runtergehen müssen, gleich in-game oder was auch immer. Anwenden und wir gehen auf neues Spiel. Lords of the Fallen. Let's go. Die Zeitalter vergehen, verzerren Selbsttäuschung zu glauben. Und nur wenige erleben die Offenbarung, die sie so verzweifelt suchen. Ja. Sind die Sterblichen im Konflikt zwischen den Göttern nichts als Spielfiguren? Also ist ein Konflikt zwischen den Göttern oder was? Ob das Fleisch der Götter oder des Todes selbst. Alles wird verschlungen. Ich hab so Bock. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Nein. Denn sie muss sich nähren. Also ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Ich hab so Bock drauf. Auf den Bock. Schweres Game. Aber was... Zum ersten Mal, also das Spiel soll wirklich so aussehen. Es hat Unreal Engine 5 und das soll das erste Spiel sein, was wirklich auch Next Gen aussieht. Wofür hat man eine 4090? Gut genießen hier. Er wirft seine Lampe da rein. Das ist ein Hauptelement des Spiels, diese Lampe. Man kann zwischen zwei Welten, die Todeswelt und die normale Welt, hin und her swappen. Also ich bin gespannt, wenn das so ist wie in den Trailern, Digga, dann erwartet uns hier wirklich ja, nicht nur ein Highlight, dann vielleicht eines der besten Spiele aller Zeiten. Kriegen wir da noch die Fresse? Sind wir das überhaupt? Oh, shit. Aber er hat ja vorher seine Lampe da reingeworfen. Da wird er jetzt wiederbelebt, oder was? Okay, so, es geht erstmal los. Ah, Klassenwahl. Ah, das ist wieder was. Ich lese mir alles in Ruhe durch. Ich schneide das aber. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, Leute, ich habe mir alles durchgelesen. Ich schwanke zwischen diesem... Der eine leicht zugängliche Klasse, ideal für den die Vielseitigkeit an. Also der halt überall irgendwie ausgeglichen ist. Hat einen Bogen, hat eine Axt. Oder wir nehmen diesen Kriegswolf und gehen komplett auf Stärke. Das ist dann wahrscheinlich einer, der am langsamsten angreift. Ja, ich weiß es nicht. Oder nehme ich halt so ein. So ein Normalo, sag ich mal. Schwert-Schild. Ach, Digga. Das ist immer die Frage. Oder hier unten sind halt ein paar Zauberer und Fernkämpfer. Das ist nicht so meins in solchen Spielen. Ach, ich hasse es, diese Entscheidung, ne? Warte mal. Man findet ja auch noch andere Waffen. Also das heißt ja nicht, dass wenn ich jetzt den nehme, ich immer nur mit diesem Doppelschwert, oder? Und keine anderen Sachen. Hat der keine Tränke? Der hat ja so eine Axt auf A und der hat diesen Trank oder was? Also das heißt, dieser Typ hat keine Tränke oder wie? Ah, es ist immer was, dass man sich entscheiden muss. Ich hab... Wir nehmen... Der wird ja aber auch Tränke haben, oder nicht? Na ja, komm, wir fangen oben an. Wir nehmen dann doch irgendwie den Normalo. In Anführungszeichen. Schwert und Schild. Wir können noch den Körpertyp A. Körpertyp B. Okay, ne, wir nehmen B.
Was kann man hier noch großartig ändern? Ja, da bin ich ja immer nicht so... Kann hier ein paar Sachen ändern, aber... Ja... Das ist mir eigentlich immer relativ egal. Sag ich mal. Der sieht nicht gesund aus. Mal ihn hier. Ja, könnten jetzt noch Haare und alles. Da bin ich nicht immer so kleinlich. Das sieht doch ganz gut aus. Im Gesicht. Hätte ich gerne. Mache ich immer gerne Vollbart oder so. Gibt es nicht ganz normal Vollbart? Doch hier sowas. Zack. Tätowierung brauchen wir alles nicht. Körper. Ah, jetzt können wir hier noch dünn, muskulös. Hat das Auswirkungen? Alter, was? Wie dünn kann man den denn machen? Der ist ja richtig abgemagert, der Junge. Oh mein Gott. Ja, ob er jetzt groß sein soll. Ja, weiß ich nicht. Wir nehmen einfach das hier. Muskulös. Zack, was kann man noch überprüfen? Okay, Namen ändern. King Kovic. Bestätigen und Tutorials. Tutorials. Ja, an. Machen wir mal an natürlich. Und dann würde ich sagen, let's go. So, wie gesagt, FPS muss man gleich mal im Auge behalten. Law, the latest receiver of his grace. Great potential dwells within you, doubtless, for you to be chosen thusly. And so does Aurea's wisdom guide my hand in the bestowment of this subsequent boon. Jetzt glaube ich zum ersten Mal, dass ich seit langer Zeit mal wieder ein Spiel laufen lasse, die ganze Sequenz. Jetzt bin ich ja mal weg. Aber das Spiel will ich von vorne bis hinten lesen. Been made sacrosanct glaube, with the mark of the Dark Crusaders. Also wir sind anscheinend doch echt wieder. Prove yourself worthy of this gift. Seek me in the bowels of the bridge. Our work is of the greatest import. Ich bin so gleich auf den ersten Eindruck gespannt. Ich hoffe, die Kämpfe bocken, Alter. Lies of P hat mir leider die Kämpfe gar nicht so gefallen. Hab's noch 2, 3, 4 Stunden aufgehört. Okay. Gucken wir uns die ganze Sache mal an. Lords of the Fallen. So, FPS. Ist klar auf 4K, alles auf Max. Ohne DLSS. Ich teste ja das. Das mache ich eigentlich bei jedem Spiel. Aber ansonsten sieht es schon. Also ich hoffe, in den Videos, ob das HDR und alles immer rüberkommt, weiß ich halt nicht. Aber hier auf meinem Spiel auf dem 77 Zoll OLED-TV, ne? Leute, das sieht gerade aus wie eine Wucht. Aber wir gucken jetzt natürlich. Knapp 60 FPS. Jetzt gehen wir in die Einstellungen rein. Und testen natürlich. Erstmal ganz normal DLSS mit Qualität. Frame Generation noch nicht. Erstmal so. Bestätigen. Und haben sofort einen Boost von 40 FPS. Das ist immer krank, dieses DLSS. Das ist einfach ein Traum. So. Ah, 100. Wenn man nach hinten guckt. 100, 100, 100. So. Wie viel macht jetzt noch Frame Generation aus? Ja. Bestätigen, zurück. Und kriegen hier nochmal einen Boost von 30. Das ist so krank. Und können jetzt dieses Spiel komplett genießen auf 130 FPS. Und damit fangen wir auch erstmal an. Moment mal eben. Let's go. Also, oben haben wir irgendwelche Anzeigen. Wie hier rennt man. Okay, da oben sieht man schon mal das Grüne. Ist Ausdauer. Ist klar. Also, es läuft sich... Man kann echt schnell laufen. Wir können springen. Hä? Wieso konnte ich eben springen? Ach, man muss... Ah, okay, er kann nur springen, wenn man sprintet. Interessant.
man nicht sprintet. Also das ist auf jeden Fall schon mal das Schnellste, was ich jemals in einem Souls-like gesehen habe. Finde ich persönlich ja gut. Ich finde das immer teilweise alles viel zu behäbig. Aber gut, was haben wir noch? Wir haben hier einen... Kann man den aufladen? Nee, kann man anscheinend nicht. Und hier hinten haben wir einen... Halt, den kann man aber aufladen. Ja, den kann man so oder halt aufladen. Ah, und hier haben wir jetzt... Und ihr seht das? Dadurch verändert sich teilweise die Welt jetzt hier anscheinend nicht. Doch, hier, guck mal, hier seht ihr das? Und dann sind wir in dieser toten Welt. Das sieht... Allein das ist schon... Boah, wie krass das aussieht. Okay, das ist also der Knopf. Hier holen wir unser Schild raus. So, was machen wir hier? Hier machen wir eine Rolle, wenn man zweimal tippt. Macht er auch eine Rolle. Er macht immer eine Rolle. Okay. Oh, scheiße. Jetzt habe ich direkt schon einmal Heilung benutzt, ich Schlaukopf. Was haben wir da noch? Briosteinpaar, Sangurion. Ja, das war wahrscheinlich jetzt einmal heilen, ich Vollidiot. Ah, und hier kam... Ach so, warte mal. Hier schlägt er mit einem. Und wenn ich jetzt die Haltung ändere, schlägt er mit zwei. Da macht man wahrscheinlich mehr Damage. Ja. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Und jetzt da rechts oben, rechts unten zeigt er, wenn man nach oben macht, die Hand. Hä? Hand RT? Oh, scheiße. Da werfe ich irgendwas. Abbruch bitte. Scheiße. Okay, also da kann ich dann was werfen. Scheiße. Jetzt verbrauche ich hier schon tausend Sachen. Ja, aber man will aber ein bisschen ausprobieren, ne? Aber ich weiß nicht, wie es rüberkommt. Allein die Grafik ist par excellence, Alter. Sieht das alles krank aus. Sieht das alles krank aus. Wofür hat man eine 4090? Endlich mal ein Spiel. Ja. Wo siehst du? Also das sieht krank aus. Du hast 140 FPS. Also wir haben knapp 100 Boost FPS bekommen durch DLSS. Also das alleine ist schon die Grafikkarte wert, ne? So, jetzt aber konzentrieren aufs Game. Genug mit Grafik, genug ausprobiert, Steuerung. Let's go! Führt einen schnellen, führt einen schweren. Er zeigt jetzt auch nochmal. Ah, mit rechten Stick visiert man halt die Gegner an, ne? Ist klar, wie immer. Wir gucken aber nochmal, dass wir auch hier nichts verpassen. Die Frage ist, wie oft muss man hier so gucken, damit man irgendwie einen Geheimgang findet oder so. Und es kann immer wieder sein, dass man die braucht. So, bei ihm gehen wir jetzt erstmal drauf. Wie hole ich jetzt nochmal meinen? Ah, da. Und man hat Feedback, Controller vibriert, wenn man trifft. Hört sich gut an und auch die Gegner, das ist ja bei Lies of P nicht so gewesen, wenn du draufgehauen hast, haben die weiter ihren Rhythmus durchgespielt. Er hier hat jetzt halt schon seine Bewegung verloren, seine Balance verloren, wenn man drauf fällt. Finde ich sehr, sehr gut. Von da bin ich gestartet, oder? Ja. Also bisher noch kein Ruckler, kein FPS-Drop. Bisher alles sehr, sehr schön und schick. Was sind das für Dinge? Ah, das sind Sachen, die man einsammeln kann. Entkräfteter Schädel. Was haben wir eigentlich für ein Inventar? Hier haben wir unser Inventar. Hier haben wir Gewicht. Eine Flasche, die beim Aufbruch explodiert im Feuer. Okay, das war die, die wir gerade geworfen haben. Ein Gegenstand mit dem... Ah, das ist das Heilen. Okay, also eben hätte man dann halt die Axt gehabt bei der anderen Dings. Belastung bin ich übrigens schon auf Mittel. Ein Schädel, der beinahe keine Kraft hat, gewährt 200 Kraft. Ach, ist Kraft die Währung? Um mehr Einsicht zu gelangen. Ah, verbessert eure Entfernung. Okay. Wie bei Malweisen, Heiligen in deinem Büro, verkommen wir. Die heilende Material könnte sich jetzt schon heilen mit der Zeit. Okay, das ist also auch was zum Heilen. Okay. Hier ist nochmal das Inventar und hier ist nochmal der Charakter. Okay. Boah, wie das aussieht. Ich hoffe, dass es nur annähernd so rüberkommt. Da oben links haben wir nicht nur die Lebensanzeige und die Ausdaueranzeige, sondern noch irgendwie einmal so eine Flamme, die da leuchtet und darunter dieses grau-gelbe. Keine Ahnung, was das ist. Drücke, bewegt zwischen Zielen zu wechseln. Okay, ist klar. Haben wir jetzt hier mehrere Gegner oder was? Okay, zwei Stück. Ah, er macht auch andere Angriffe, wenn wir...
Oh, ach du Scheiß. wenn wir mit Turbo kommen. Oh, Scheiße. Muss natürlich erst mal klarkommen. Okay. Alter, die. Es ist. Ich muss, werde noch tausendmal sagen, wie geil es aussieht, aber es sieht wirklich geil aus. Und wie schnell man laufen kann. Und ich bin nur froh, dass oben die Ausdauer bei Vorwärtslaufen nicht so schnell alle geht. Guck mal, wenn die sprinten, die Ausdauer geht. Natürlich, wenn man springt und wenn man ausweicht, geht sie schneller alle. Haben wir sonst hier noch irgendwas? Ich hab echt Angst, dass ich hier irgendwie. Aber ich kann jetzt nicht jede einzelne Wand mit diesem Ding abgehen, oder? Was sich da immer alles verändert, ey. Krass. Oh, guck mal. Heftig. Kann ich hier runter? Erstmal fallen lassen. Ah, jetzt sind wir hier hinter dieser, wo man eben reingucken konnte. Manchmal ist es gar nicht schlecht, runterzufallen. Immer, man muss hier alles mitnehmen. Alle erkunden. Krass. Okay, weiter. Gibt's eigentlich eine Map? Okay, hier kann ich so Grüße machen und so weiter. Eine Map habe ich jetzt hier gar nicht gesehen, ne? Tinkte? Was ist das denn? Achso, Tinkte, was man anhat, oder was? Achso, sprinten und dann A. So knapp. Wenn ihr es haben will, führt mit D schnelle Seitenschritte, drückt zweimal B. Okay, mit der Rolle. Oh! Oh! Oh mein Gott. Keine Wichser. Alter, spielt sich das schnell. Schnell, smooth und schön. Das ist echt ein Träubchen für mich. Das ist echt ein Träubchen. Okay, also hier kann man diesen schnellen Schritt nicht machen. Nur wenn man anvisiert. Dann kann man so einen schnellen Schritt machen. Mit einmal tippen. Öffnet euer Inventar. Wählt den zu arbeiten Slot. Legt die. Ja, okay, das ist klar. Waren wir ja eben schon. Haben wir ja alles. Aber warte mal, was ist denn, wenn ich jetzt hier hingehe? Ah, und da könnte ich jetzt einen Wurfstein und... Ja, das haben wir ja. Wie würde ich das jetzt werfen können? Was ist denn, wenn man so einen Typen drückt, um in den Fernkampfmodus zu wechseln? Hier könnt ihr mit LT... Ja, okay, das... Ah, alle Fernkampfangriffe verbrauchen entweder Munition oder Mana. Verschiedene Munition sind so mal mit unterschiedlichen Verbrauch. Okay, das ist irgendwas mit... Munition am Mana zu tun. Für Bögen, Armbrüste und Würfe behaltet gedrückt, um in den Fernkampf zu bleiben. Das schnellste Aktiv ist ja schon. Verwende über einen schnellen Schuss zum Zielen. Für Katalysoren halte LT gedrückt, um in den Katalysoren. Das haben wir alles noch gar nicht, oder? Wenn ich jetzt hier drauf drücke. Und jetzt haben wir hier einfach nur A oder diesen Wurfstein. Okay. Und wenn ich jetzt X drücke, dann habe ich jetzt den Stein, ne? Macht ihm sogar auch Schaden. Okay, aber wir gehen wieder zurück. Ah, oben links haben wir jetzt was verbraucht, wenn ich was werfe, oder was? Komm mal her, ich will mal ein bisschen testen. Ja, man kann auch sehr gut ausweichen. Was? Achso, schieben wir mal das. Ist das richtig, Alter? Ey, warte mal, wie komme ich denn daran? Ach so. Und jetzt irgendwas werfen oder was? Okay.
Hölzernes Kreuz. Wartet mal. Wurfhand? Was ist denn hölzernes Kreuz? Wo haben wir das denn jetzt? Ah, es ist eine Waffe? Eine Axt? Gewicht 5,6. Wo steht denn jetzt wie viel? Angriffskraft 82. 78 plus 3. Und das macht echt mehr Schaden. 89 und 87 plus 1. Aber EC, E mit Stacken, damit kenne ich mich. Wir behalten das jetzt erstmal, würde ich mal sagen, oder? Kann man sich hier so ein zweites Ding reinmachen? Könnte ich jetzt rein theoretisch? Ja, könnte ich. Also man kann hier die beiden Waffen nehmen und, nein, ich Fixer, Alter. Jetzt habe ich schon wieder einen Trank genommen, weil ich den Knopf gedrückt habe. Ah, er greift dann mit beiden an. Oh mein Gott. Okay. Doppelwaffe. Let's go. Behalten wir erstmal. So, die Lampe ist irgendwie am Leuchten. Das heißt, wenn man die Lampe leuchtet, dann ist hier irgendwie was, oder? Ups. Hä? Unten rechts, seht ihr das? Habe ich da Zauber? Guck mal, RB. Ach so. Ganz komisch. Guck mal da, Y und X. Ah, guck mal. Ach so, jetzt bin ich ins Reich der Toten gegangen, oder was? Oh, scheiße. Jetzt bin ich ins Reich der Toten gegangen. Sie können nur in Unwohlbild gepflanzt werden. Scheiße. Ich will hier wieder weg. Kommt man hier wieder zurück? Ja, kommt man. Oder hätte ich jetzt... Was muss ich jetzt hier? Okay, ich schaue mich jetzt mal weiter um. Motten weisen in Ampel auf wichtige Orte hin. Wählt eure Laterne mit und hebt sie mit LT um ein... Okay, also immer wenn Motten sind... Also das heißt, jetzt komme ich hier erstmal nicht lang. Ah, guck mal, jetzt komme ich hier durch, indem ich in die andere Welt gehe, weil da ist das Tor nicht. Mein Angriff mit Wehren. Drückt LB und RT. LB und RT gleichzeitig. Ah, okay. Ja, aber ich habe irgendwie bin ich jetzt der Meinung, habe ich jetzt irgendwas verpasst hier, oder? Das ist wie so ein Auge. Es ist grandios. Es ist jetzt schon grandios, wie smooth und schnell sich das spielt. Endlich mal ein Souls-like, was sich geil anfühlt. Alle Angriffe können zu Einsätzen kombiniert werden. Also können auch Fällen. Außerdem können Nahkampfeinstellungen dynamisch mittels Y gewechselt werden, um noch. Okay. Ja, genau. Hier kann man ja noch die Haltung ändern. Jetzt haben wir nämlich nur dieses eine Ding. Ja, da mache ich viel mehr Schaden mit. Wenn wir. Warte mal, was ist das? Seele. Ne, ihr seht das. Er hat jetzt nicht seinen Angriff weitergemacht, weil ich ihn getroffen habe. Und in anderen Spielen ist das teilweise auch anders. Drückt und zwischen den einhändigen meine Angriffe. Die Nahkampfstellung zwischen einhändigen Kombos. Ja, genau. Also man kann hier sehr viel verschiedene Sachen einstellen. Das ist klar. Jetzt bin ich ja hier schon wieder. Okay, müssen wir hier weiter. Oh mein Gott, erstmal viel Tutorial am Anfang, aber muss man erstmal durch. Die Singurion ist euer primäres Werkzeug zur Heilung. Wird bei Wiederbelebung aufgeladen. Auf sie kann über die Schnellauswahltaste zugegriffen werden. Aktiviert sie mit X. Wieder ein Gegenstand. Okay, das ist alles klar. Wählt die Signatur, drückst personalisiert. Ja. Habe ich jetzt schon alles verbraucht?
Wählt eure Laterne mit und hebt sie mit, das wissen wir. Erzeugt ihr das halt von X einen Riss. Das haben wir eben gemacht. Achtung, ihr könnt Umwelt nur an bestimmten Punkten verlassen. Genau. Das heißt, ich darf jetzt nicht immer in die Totenwelt, weil irgendwann komme ich da nicht mehr raus. Scheiße. Einmal die Lampe. Da ist eine Brücke. Moment mal. So eine Hand. Hä? Moment mal. Wieder zu dumm. Hä? Ach, muss ich das jetzt mit dem... Ich muss anscheinend jetzt darüber reisen, weil es anders nicht... Oh, ich muss draufhalten. Okay. Ja, weil es sonst nicht ging. Weil er bei dem Fall immer die Laterne weggemacht hat. Das Ding ist, ich komme jetzt nicht zurück im Moment. Kann man? Nee, gibt's sie mir, ne? Und setzt mit den Sehenschindern gegen euer Ziel ein. Achso. Laterne. Dann konnte ich ihn wieder rausziehen oder so. Okay. Also wir sind in der toten Welt. Oh mein Gott, nimm einen feinen Visier, wählt die Laterne, hebt sie mit LT und drückt, um den Seelenschinder auszuführen. Wenn die Seele eines Feindes entblößt ist, könnt ihr sie angreifen, um sie zu schwächen. Greift einen geschwächten Feind an, um erheblichen Schaden zu verursachen. Okay, nochmal. Also, wir visieren ihn an. Dann machen wir den Seelenschinder. Nehmen seine Seele raus. Können die Seele angreifen. Für einen kleinen Moment. Und für den Gegner hat es halt schon gerade die Grafik, ne? Es ist... es ist unglaublich, diese Grafik. Oh my fucking God. Wenn Seelenschinder gegen einen Feind angewandt wird, wird eine Seelenschinderladung verbraucht. Ach so! Um Seelenschinderladung wieder zu erlangen, wählt eure Laterne mit, hebt sie mit und zapft eure Feinde mit RB. Das Anzapfen gewährt euch. Ah, okay, jetzt bin ich oben links nämlich voll. Leer. Wie zapfig. Okay. So zapfen wir. Ah, da ist auch noch. Da ist auch noch. Jetzt haben wir es da oben wieder voll. Krass, was man damit alles machen kann. Jetzt bin ich von da gekommen. Hä? Ich bin von hier gekommen, oder? Das heißt, wir gehen hier weiter. Oh, scheiße. Oh mein Gott, meine Leben. Ah. Ja, das ist wie bei Lies of P, glaube ich. So war das auch. Wenn ihr Bella betretet oder bestimmte Aktionen, ihr schwächt die Gegner, könnt ihr fallen. Genau. Jetzt ist graue. Wenn ich jetzt einen treffe, dann kriege ich die HP wieder irgendwie. Darum gehe ich mal ganz schnell zu gehen. Scheiße. Mach ich mal eben kurz platt. Also am Anfang noch. In Anführungsstrichen leicht. Werdet ihr getroffen, verliert ihr allerdings die gesamte. Okay. Das brauche ich jetzt nicht mehr aufsaugen, weil ich voll bin. Das ist eigentlich so unnötig. Aber mache ich jetzt immer Seelenschinden? Oh mein Gott, das war irgendwie so ein kleiner Finisher. So, jetzt kann ich Seelenschinder nicht mehr machen, ne? Nee, jetzt bin ich nämlich leer da oben. Zack. Mir gefallen diese zwei Waffen. Jetzt muss ich hier wieder... Okay, am Anfang ein bisschen gerade kompliziert. Ich glaube, das ist auch alles, weil man halt alles ausprobieren soll. Jetzt muss ich ihn hier anvisieren. Aber mir gefällt das, dass man auch mal andere Sachen zu tun hat. Das habe ich nämlich was rausgezogen. Heilige Quintessenz.
Was ist das? Heilige Quintessenz? Wo ist das? Wo ist das? Da. Ein Relikt, das zur Aufwertung... Okay, irgendwann kann man damit Sachen aufwerten. Rosenkranz haben wir auch. Okay. Taschenlampe aufladen. Taschenlampe. Laterne. Drückt beim Fallen RB oder RT, um einen Sturzangriff auszuführen. Das sind ein Gegner. Okay, komm weg. Sehr gut. Läuft erstmal soweit, würde ich sagen. Durch einen Sehenschein kann der Feind in jede Richtung gedrängt werden. Ah, okay, Moment mal. Kann ich den da quasi... Ah, okay. Also auf jeden Fall ist es ein bisschen anfängerfreundlicher. Also am Anfang sind die Gegner echt... Ja, aua. Je länger euch in Umbrell ist, desto mehr werden die Bewohner auf euch aufmerksam. Also Umbrell heißt diese Totenwelt. Umbral. Das heißt, ich müsste hier jetzt mal ganz schnell wieder raus. Oh mein Gott, was ist das? Fuck you, Alter. Hey, jetzt schlüpfen die aus diesen Eiern. Oh mein Gott, wie schnell man hier so ausweichen alles kann. Sehr geil. Hier ist noch einer. Die ganzen Eier tot. Was auch immer das ist. Kann ich noch mehr schlüpfen? Liegt noch was? Entkräfteter Schädel. Was ist mit ihm hier los? Okay, klettern geht auch. Man kann auch schnell klettern. Oh mein Gott, die Grafik. Sieht das geil aus. Wir sind immer noch... Kann sich jetzt nichts ändern, weil wir ja in der Totenwelt sind. Aber ich kann nicht durch die Laterne gucken. Freue dich! Oh. Was passiert jetzt? Ach, jetzt haben wir da unten das Auge weggemacht. Okay. Jetzt können wir da unten hin. Kann man hier ruhig runterfallen? Gibt es Sturzschaden oder was? Nee, kann man gar nicht. Hä, muss ich jetzt den ganzen Weg zurück? Nee, hier geht's lang. Ah, wir können jetzt wieder zurück aus dieser Welt. Aus der toten Welt. Und kommen wieder in die, in Anführungsstriche, gute Welt. Und sind... Wo sind wir denn? Okay, man kann Gegner auch treten. Sehr gut. Also man hat viele Variante. Ja genau, jetzt sind wir hier wieder. Und können jetzt hier raus. Also ich muss sagen, Leute. Bisher überwältigend. Nicht einmal unter 100 FPS. Nicht einmal einen Ruckler gehabt. Bei dieser Wahnsinnsgrafik. Ne, und dann guck mal meine anderen Videos an, wo wir Spiele spielen, die Müll aussehen, wo wir nicht mal 60 FPS kriegen. Ich spiele auf 4K, maximale Settings, und dieses Spiel läuft konstant über 100 FPS. Was will man fucking Mother mehr? Überreste, Überreste, ach, das sind jetzt die Wiederbelebens... Ah, okay, 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 okay. Ne, hier speichert man, hier lädt man sich auf. Hier werden die Gegner wiederbelebt. Hier wertet man seinen Charakter auf und so weiter und so fort. Anmelden, müssen wir gleich mal gucken, was das ist. Ach, wahrscheinlich online dann andere Leute holen. Wir ruhen jetzt hier mal, oder? Warte mal, ich gehe jetzt mal zurück. Ja, wir haben jetzt links unten noch nicht unsere Tränke aufgefüllt. Wenn wir jetzt ruhen, werden wir wahrscheinlich unsere Tränke... Wir hatten übrigens noch nicht einen Ladescreen, ne? Außer jetzt beim Ruhen. Ja, jetzt sind wir wieder aufgefüllt. Somit haben wir gespeichert. Und somit würde ich sagen, hier mache ich den ersten Part Cut. Ersteindruck lade ich euch hoch. Ich bin begeistert. Ich bin überwältigt. Und ich habe Bock, weiter zu zocken.
Ich habe richtig Bock. Lords of the Fallen, Leute. Das beste Souls-like aller Zeiten. Wir werden es erleben. Haut rein.